Die folgende Show wird präsentiert von Bier trinken unter der Dusche. Ja, kaltes Bier. Oh yeah. Moin ihr Lauser und herzlich willkommen bei Krachmucker TV. Ich bin Ernie und ihr hört das schon, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Jetzt könntet ihr natürlich mutmaßen, dass ich am Wochenende ein bisschen viel Party gemacht habe. Aber es war so, ich war beim guten Zwiebel, dem Black Metal Endurance Punk. Und am Samstag haben wir eine schöne Folge über Hardcore gedreht. Also über die Ursprünge. Also er ist ja richtig oldschool und meiner Thread, sag ich mal, jetzt einfach. Und was haben wir da noch alles gehabt? Ach, ich kam mir das Wochenende einfach nur dumm und glücklich vor. Er hat mir Bands genannt, von denen ich noch nie gehört habe. Und es hat so einen Spaß gemacht. Und den nächsten Tag sind wir dann mit seiner Band noch ins Studio. Die hatte schon was vorbereitet. Und wir haben Poison Idea, Alan's on Fire gecovert. Und nachher noch hier bei Titus in Bonn ein Video gedreht dazu. Und mal gucken, was daraus wird. Lange Rede, kurzer Sinn, Stimme halt. Naja, so ist das. Da müssen wir jetzt durch. Kriegen wir hin. Wir reden über 2019. 2019 habe ich eine Top 10 gemacht. Das ist mir jetzt erst vor ein paar Tagen aufgefallen. Und ich habe das einfach nochmal ein bisschen erweitert auf 20 Platten. Und was ich einfach mal schauen möchte, ist, weil seit Jahren erzählt man, das ist das stärkste Jahr. Jetzt ist wieder das stärkste Jahr. Meine Güte, kommen geile Platten raus. Und 2020 sitzt man schon wieder da und denkt sich, meine Güte. Ich glaube, 2022, das wird ein starkes Heavy-Metal-Jahr zur Abwechslung mal wieder. Und das letzte, ja, das 2019er, das werden wir jetzt uns mal anschauen. Ja. So, guck mal. Als erstes habe ich hier, ja gut, das sind In Your Nightmare. Ihr kennt da mein geliebtes Trio Stallion, Vulture und Indian Nightmare. Das ist für mich so irgendwo die Speerspitze im geilen deutschen Heavy Metal. Die einen sind ein bisschen mehr Speed, die anderen sind ein bisschen mehr in die Richtung Heavy. Und das hier sind die Punkers. Wirklich, oh, das ist so gut. Und jetzt passt das, glaube ich. Jetzt passt es dann doch mal, wenn ich Punk sage und sage, die schöne Punker-Phase von Fenris und Nocturno Culto. Da hat man schon so ein bisschen was. Aber du hast hier vor allen Dingen auch diesen Wahnsinn, die kommen ja von überall her. Also da hat sich das Bandkarussell drehte sich jetzt gerade ein bisschen, aber die Leute sind aus aller Welt und bringen praktisch das Chaos global auf einen Punkt und auf diese Platte. Und das macht einfach nur Spaß zu hören. Also das ist die zweite, das Debüt war noch mal ein bisschen roher, das ist jetzt noch mal ein bisschen mehr noch, ja, ordentlich Wumms und ist geil und By Ancient Force, super. Wirklich, so ist das. Jetzt vertue ich mich bestimmt gleich wieder. Aber ich meine, mit Mexiko bin ich da schon mal ganz richtig und wo dann noch alles, ne? So, wollen wir weitermachen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was tue ich euch da jetzt schon in den ersten Platten mit an? Concrete Winds. Primitive Force. Primitive Force, das ist für mich. Und das ist 2019 gewesen, eine Neudefinition von brutaler Musik. Ich habe mal eine Show gemacht über Was macht Metal brutal und habe da auch, da ging ja von Pantera bis hin zu Blasphemy wieder und was alles da noch mit drin war. Aber ich glaube, würde ich die heute machen, die Show, oder würde ich da ein Update zu machen, dann müsste diese Platte mit rein. Ich habe die zweite, die Nerve Butcherer, jetzt gerade letztens so gehört. Und ich dachte irgendwie erst, ich hatte das anders im Kopf, dass die jetzt nochmal technischer wäre und irgendwie besser produziert und so weiter. Nein, es ist genau das, was diese Platte so ausmacht. Die wissen, was sie tun. Eine Nachfolgeband von Vorum, das muss man ja immer mit dazu sagen. Rausgekommen übrigens bei Sepulchral Voice. Da kannst du ja auch, also wenn du auf den Style stehst und hier bei Excoriate und so dabei bist, dann kannst du da bald blind zugreifen. Aber das hier ist ein Edelstein, sag ich mal, aber ein richtig schwerer, der dir in die Windschutzscheibe geschmissen wird. Das Ding ist so brutal, das Ding ist so unglaublich gut, dass es dir wirklich glättet dir die Gesichtszüge. Meine Fresse. Ja, ich glaube, 19 war für mich mehr Black Metal. Mal gucken, wer da gehen hier. Geil's wird. Das ist sowas, das habe ich wenig in der Sammlung. Und ich meine davon, damit jetzt so Black Metal, naja,
Mainstream ist jetzt auch falsch, aber wir haben es hier mit Gahl zu tun und dem späteren Sänger von Gorgoroth natürlich. Da mochte ich das nie. Also, das ist falsch zu sagen, da mochte ich ihn nicht. Ich mochte die späteren Gorgoroth-Alben nicht mehr so sehr. Das waren so wirklich die ersten, oder von der Pentagram, die er von der Antichrist spricht. So, mein Highlight ist natürlich auch noch so Under the Sign of Hell zum Beispiel, oder auch die Destroyer. Ihr wisst genau, wie ich die immer beschreibe. Stühle durch den Raum schmeißen, Hall drauflegen und ab zu Nuclear Blast die ganze Nummer, ne? Und dann 200 Gramm Vinyl, damit er auch richtig alles durchklingt. Nee, ich konnte damit Gorgoroth nicht so viel anfangen und demnach ist Gahl für mich auch untergegangen. Aber das ist eine richtig starke Platte, die Gast hier, Ghost Invented. Lebt von ihrem Klagesang. Tolles Songwriting auch, aber lebt von dem Klagesang, den Gahl nun mal einfach kann. Den kennt man von Vardruna natürlich auch. Und ja, das ist natürlich auch, der Typ ist natürlich auch eine Präsenz. Und der muss zwangsläufig abliefern, wenn der was raushaut. Und der ist ja jetzt auch nicht erst seit gestern dabei, ne? Ich sag ja, oh Gott, jetzt geht das. Es geht hier eins ums andere. Ich glaube, nachher kommt noch ein bisschen was anderes, aber das ist hier, ja, die Windschutzscheibe schmeißen. Weißt du was, das ist einfach nur der Kannstein in die Windschutzscheibe. Das ist Indian War Noise aus Kalkutta. Wirklich ungelogen, ey. Das ist dieser Kreis, das sind nicht viele Leute. Ich glaube, die haben nur viele Bands. Ich habe da auch mal eine Top 5 zugemacht. Vollkommen verrückte Typen, die einfach nur ästhetikloses, brutales Gebolze machen. Mit diesem Noise-Einfluss drin. Und du hast da permanent entweder ein unglaubliches Geboller und Gepolter oder es geht die ganze Zeit weiter und boah, also, ich meine, Cover sagt ja nun mal alles, ne? Das ist Weltuntergang, das ist ungeschönt, das zeigt aber auch wieder, wenn du mal aus so einem anderen Teil der Welt kommst. Ich glaube, sowas wird nicht in Deutschland aufgenommen, sowas macht keine amerikanische Band, sowas irgendwie, wenn du diese ganzen indischen Bands da mal zusammen anschaust, ich verlinke euch mal die Show, dann könnt ihr euch da nochmal speziell drauf einstellen. Aber da gehört schon was zu. Das ist ja auch, wer früher mal geguckt hat, was da aus Singapur gekommen ist. Und Alter, jetzt sind Lärmfetischisten da, ne? Ja, doch, es ist viel Black Metal. Aber Panzerfaust. Da kann ich mir auch vorstellen, das ist für Leute, die auch gern mal über den Tellerrand schauen, sonst so im Black Metal jetzt nicht verwurzelt sind, aber gern auch mal was anderes so hören. Das kann was sein. Also Panzerfaust auf Eisenwald rausgekommen, das ist unglaublich geiles, spannendes Songwriting. Sowohl die hier, das ist die The Sons of Perdition, Chapter 1, aber auch 2 kannst du in einem durchhören. Einfach qualitativ sehr, sehr hochwertig. Einfach geiles Riffing bei der Gitarre, unglaublich spannend, mal was anderes. Es ist nicht irgendwie, bei Panzerfaust, deshalb habe ich die am Anfang auch nicht gehört. Gut, als erstes denke ich natürlich an Dark Thrones Panzerfaust. Großartiges Album. Aber bei Panzerfaust, dem Bandnamen, habe ich dann auch gedacht, ja, das ist irgend so ein Geschredder, keine Ahnung. Ist halt irgendwie Mardoks Panzerdivision oder so 2.0. Und überhaupt nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Ja. Und wenn die, ich glaube, also gut, das Genre bleibt gleich, aber wir rennen hier von Land zu Land. Also wir waren jetzt in Indien, hier nochmal gucken, na eben, na gut, das war die Indian Nightmare, kommen ja wirklich von überall her. Concrete Winds, das sind ja Finn und hier sind die Isländer. Kennt ihr das Debüt von Mithyrming? Das ist anders. Das ist die ganz schwarze Wand. Das ist die Wall of Sound, würde ich vielleicht sagen. Das ist das, wofür man auch über Svati Daudi, so den isländischen Black Metal kennt. Und das hier ist voll die schöne Rock'n'Roll-Nummer. Wirklich, das ist ein richtig tolles mit. Boah, da sitzt du so und dann freust dich einfach nur, dass immer und wieder und ob du nun 30 Jahre Metal hörst oder 40 oder 50, ja, bald, ne, hier, dass immer noch geile neue Sachen kommen. Und Mithyrming ist, boah, schön, schön, schön.
So ein kleiner Rückblick, einfach mal um zu gucken, warum ich das jetzt mache, ist, dass man sich nochmal verdeutlicht, was ist vor 2 Jahren gewesen und wie habe ich das Jahr damals empfunden, nämlich auch wie die Jahre davor, wo man sich näher damit beschäftigt hat, was jetzt rausgekommen ist. Das habe ich jetzt, bevor ich hier das Ganze vor der Kamera mache, jetzt nicht ganz so intensiv gemacht. Da habe ich natürlich auch geschaut, aber ich war ja nie so der Typ, der sich aktuelle Platten gekauft hat. Das ist jetzt wirklich erst in den letzten 5 Jahren gekommen. Davor habe ich halt so das, worauf ich gerade Bock hatte. Und das war selten aktuell, weil das Aktuelle eigentlich nie gut war. Das Aktuelle muss immer erst reifen. Und jetzt haben wir mal so 2 Jahre hinter uns und gucken mal, ja, war das denn gut? Die Sachen, die ich jetzt hier alle habe, die hatte ich damals in der Top 10 gar nicht mit dabei. Die habe ich jetzt nochmal so in der Recherche mir rausgezogen. Und das ist, was ich jetzt gezeigt habe, großartig, super. Ja. Geht auch so weiter. Reveal. Das ist. Was willst du dazu sagen? Ne? Ich habe die Doppelherz jetzt ja schon Highlight vom letzten Jahr auf jeden Fall gewesen. So ein Album hörst du nicht nur einmal. Also wenn du es nur einmal hörst, dann hast du es. Da hat es ja zweifelsfall dich geklickt und du gibst auf. Aber das wird, der Wahn entfaltet sich von Hören zu Hören. Das habe ich bei der Doppelherz fast noch ein bisschen mehr gehabt, dass ich die einmal durchgehört habe und gedacht habe, nee, die ist mir jetzt ein bisschen zu Standard. Das ist nicht mehr so Revier. Und falsch, absolut falsch, hörst du nochmal. Und es kommt immer wieder was dazu. Und das hier auch. Das ist kein Black Metal, das ist kein Death Metal, das ist, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich höre da teilweise auch so das Drumming der allerersten so Portrait of an American Family von Manson. Und dann auch so dieses Chaos, diese Verrücktheit, die Manson so damals in den Anfangstagen da noch hatte. Das hast du hier dann auch ein bisschen. Ich meine, du hast hier einen Typ, der rennt auf der Bühne rum mit Nasenbluten und die Leute erzählen mir, der hat sich da vorher in der Schere reingestochen und haben hier über das Bühnendeko diese Flystrips, diese Fliegenfänger da so hängen, also solche runterhängenden Folien, wo schwarze Punkte drauf gemalt haben. Es ist vollkommen durchgedreht. Und dafür brauchst du auch ein gewisses, ich hasse das Wort so, dass ich mag das, aber Mindset so, ich finde das Wort irgendwie, klingt kacke, klingt so nach Hipster und Schwachsinn und organisier dein Leben und so weiter, weil ich glaube, die organisieren ihr Leben überhaupt nicht. Aber du brauchst eine gewisse Geisteshaltung, um so eine Musik machen zu können. Da setzt du dich nicht ran und sagst, ich möchte mal sowas machen. Du bist so bescheuert, wenn du sowas machst. Ja. Hatten wir gerade Panzerfaust. Dark Throne. Oh, Dark Throne. Old Star. Weißt du was? Ich glaube, die Band verträgt das, dass ich das jetzt mal sage. Aber das habe ich danach nicht mehr groß gehört, das Album. Ich arbeite mich gerade an die neue ran und möchte mich da auch noch mal etwas mehr mit beschäftigen. Aber als ich das Album damals mir geholt habe, habe ich es gehört, mochte The Hardship of the Scots. Das war ein guter Song. Also Nocturno Culto hat immer auf jedem Album irgendwie mindestens ein geiles, wirklich geiles Riff. Bei der Hate Them zum Beispiel, es ist der 7. Song, der hörst du immer wieder, einfach nur zum Niederknien so. Aber irgendwie gefunkt hat's hier nicht. Und da war für mich so ein Punkt erreicht, muss ich wirklich jede Dark Throne haben, muss ich in jede neue reinhören, weil was sie jetzt im Moment machen, das ist ja absolutes Nerdtum. Sie machen ja die Musik, auf die sie einfach nur Bock haben, hören gerade dies oder jenes. Sie hatten ihre Punkerphase, eine schöne Trilogie, die natürlich auch eingeläutet worden ist. Aber das ist auch einfach nur fantastisch, diese Phase mochte ich einfach sehr gerne. Und dann kamen ein paar andere Alben, die waren zwar auch durch die Reihe immer, ich lasse es einfach mal so stehen. Ich glaube, Dark Throne können das auch mal vertragen. Wenn da dann mal ein Hänger beißt, dafür machen sie halt auch relativ viel. Sagt mir mal, was ihr von dem Album haltet. Ob ihr das von Anfang an geil fandet und da hat sich auch nichts dran geändert oder ob ihr dann irgendwann einfach auch nochmal reifen lassen. Nach Jahren kann das auch echt nochmal alles ganz anders sein. Muss ich gerade mal überlegen. Irgendein Album hatte ich da letztens, wo es genauso war. Nie was mit anfangen können. Und irgendwann nach Jahren aus dem Plattenschrank gezogen, aufgelegt und gedacht, meine Fresse, jetzt habe ich's. Ich habe es mal aus dem Schuba rausgenommen, weil das ohne Schuba noch beeindruckender ist. Ja, das ist die Lavish Edition. Warn Records, Atlantean Codex, das aktuelle Album. Natürlich ein großartiges Lewandowski-Cover. Und
weil ich jetzt schon über Manowar gesprochen habe und dann natürlich auch in dem Zuge haben wir Atlantean Codex angesprochen. Ich habe die ganzen Sprüche schon gebracht. Das muss ich jetzt nicht nochmal machen. Atlantean Codex ist eine wahnsinnig ernstzunehmende, tolle, sehr lehrreiche. Ich überlege immer noch. Irgendwann finde ich das richtige Wort. Irgendwann sitze ich mal vor der Kamera und ich habe das perfekte Wort, was Atlantean Codex nochmal über Epic Metal hinaus beschreibt. Es ist sehr ernst. Es ist sehr hymnisch. Es ist, ja, es ist, glaube ich, wie ein unfassbar dicker Fantasy-Roman. Oh, das fühlte sich jetzt gut an. Das finde ich gut. So ist das Album. Das ist gut. Oh, das ist, so, wenn die Stimme nicht so richtig funktioniert, dann ist so, als ob man Gitarre spielen will und die Hände sind einfach eiskalt und man kriegt das alles nicht so hin. Ist immer ein bisschen ungewohnt. Oh, das Album, das tut weh. Das ist nicht, da kannst du auch nicht lachen. Lingua Ignota, die Hater, Caligula, hat sie ihren körperlichen Missbrauch durch ihren Ex oder psychischen Missbrauch von ihrem Ex-Freund verarbeitet. Das Album ist einfach nur irre. Da ist alles dabei. Wunderschönes Klavierspiel, wunderschöner Gesang, Gekreische, Lars Ulrich, der rumschmatzt. Das Album. Ich habe es immer ein bisschen für Leute zum Einstieg damit beschrieben, es ist in etwa Elend. Also das war ja noch nie Black Metal. Später war es sehr Avantgarde und davor war es ja Klassik, bombastische Klassikmusik mit Schreigesang. Ich habe früher gehört, so, dass die Leute genervt hatte, dass dieser Schreigesang alles niederdrücken würde und das tolle Album doch kaputt machen würde. Die Les Timbres du die Horse, das ist... Nein, das ist genau so, wie das sein muss, ist das genau richtig. Und hier ist das auch so. Hier wird die Schönheit einfach immer wieder zerstört. Und über die Band bin ich eben, oder über das Projekt, bin ich dann ja auch zu The Body gekommen, die ja dann auch eine Kollaboration gehabt haben. Und das passt alles. Also wirklich so dieses Wunderschöne, was niedergerissen wird durch brachialen Lärm. Also das ist kein Easy Listening. Da muss man auch in der Stimmung sein. Das kannst du jetzt nicht einfach mal eben anmachen und danach guckst du nochmal, ob die Dark Throne auch gut war. Jetzt kommen wir zu meiner Top 10. Ich schau mal eben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, genau. Jetzt ist meine Top 10, die ich letztes Jahr, da hatte ich ja meinen Kollegen mit dabei, der die ganzen Sachen dann mimisch noch untermauert hatte. Ich mach mal hier den Start. So, das ist Sun Worship. Ist gerade erfahren, dass er von Sun Worship jetzt auch bei Unruh mit dabei ist. Wo haben sich auf jeden Fall zwei gefunden, das passt gut. Sun Worship, das ist, glaube ich, so mit Unruh denke ich auch zusammen, so die Speerspitze dessen, ja, was man vorhin so als AZ Black Metal bezeichnet hat. Also Black Metal Bands, die vorwiegend eben in alternativen Zentren gespielt haben. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Unruh als auch diese urwüchsige, lärmige, drückende Wand und Sun Worship zu zweit übrigens auch nur, also zumindest auf diesem Album nur zu zweit. Ich hatte sie später nochmal in Bielefeld live gesehen. Geht super klar, wie sie das machen. Das lebt vom Gitarrenspiel. Ganz spannendes Riffing. Also man kann auch überschreiten, ob das überhaupt Black Metal so ist. Ne? Aber das ist halt, wir haben jetzt auch mittlerweile 2022 oder 2019 dann natürlich. Da wird viel durcheinander gewürfelt und gemischt und so weiter. Kurze Frage auch nochmal hier zwischendurch. Ja, das ist nochmal was. Ein bisschen was anderes hier nochmal. Ich schreibe ja gerade. So, es ist mir langsam unangenehm, weil ich das seit 2 Jahren tue und vielleicht auch irgendwann fertig werden möchte und beschäftige mich so ein bisschen mit Metal im Lauf der Geschichte. Und es ist total einfach. Du kannst eine Show über die 70er machen. Da kannst du ganz speziell über Black Metal, über Metal sprechen, so diese Ursprünge, so der Proto. Dann gehst du in die 80er. Da hast du ganz klare Themen, die du wählen kannst. Da kannst du natürlich über die New Wave of British Heavy Metal sprechen. Da kannst du über den Beginn des Thrash Metals, überhaupt düster Musik, ging es gegen Ende ja mit dem Death Metal los, die 90er, wo viel vermischt worden ist, wo der Gothic Metal entstanden ist, wo, naja, der Black Metal dann ja wirklich praktisch der norwegische Black Metal explodiert ist, und dann Mitte der 90er natürlich. Und was ist mit den Nullern? Also die Nuller sind irgendwie
Es sind tolle Alben, wenn ich jetzt gucken würde, was zwischen 2000 und 2022 rausgekommen ist. Jetzt aus einem Jahr habe ich 20 tolle Alben. Aber ich habe überhaupt keine Idee, wie man da die Nuller, die 2000 bis 2009 oder die 2010 bis 2020 zusammenfassen könnte, griffig. Für mich ist das alles ein riesengroßes, ja, ein riesengroßer Eimer. Der Eimer klingt komisch. Ein riesengroßer Ozean, wo sich alles irgendwie abspielt. Aber auch qualitativ super Sachen dabei, aber nicht so richtig so hervorsteht. Keine Welle, die wirklich alle anderen überragend sich nochmal über sie dann stürzt und Hosen zusammenbrechen lässt dann. So wie in den 90ern eben, naja gut, da hier bei so der Grunge und vieles andere dann eben so über den klassischen Heavy Metal rübergerollt ist, der dann nicht mehr für viele nicht so spannend gewesen ist. Ich finde es immer so ein bisschen dösig. Also ich habe hier meine Top-Alben für das Jahr, also das beste Album aus dem Jahr 2019. Das sind für mich zwei Alben gewesen. Die habe ich so rausgegriffen. Das andere wollte ich jetzt so nicht unbedingt in eine Reihenfolge bringen. Aber würde ich jetzt machen wollen, dann müsste die Denial of God definitiv weiter nach vorne. Denn was sie mit dem Album und schon dem Album davor, das ist einfach, das ist Horror-Metal. Das ist melodischer Metal. Das ist düster, das ist oldschool, das ist auf einer Seite die Melodien geschreddert und dabei richtig geil. Das ist sowas, ich habe über Dausos gesprochen. Ja, die sind ja jetzt natürlich noch frische Jungs sind das ja noch, ne? Aber ja, das sind ja alles all die Knorren da, ne? Aus Dänemark. Das ist es, glaube ich, was die Band. Also Denial of God macht diese Leadgitarre so besonders. Und das ist auch, was bei Dausos eben der Fall ist. Und ich habe sie live gesehen, jetzt vor kurzem in Lünen. Oh, danke an Christian, der hier ganz tolle Sachen da immer wieder organisiert. Macht auch Spaß, war auch schön, da hinzufahren. Da zaubende Natascha, die hatte dann noch Bock mitzukommen. Und dann haben wir uns Nocturnal und Denial of God angeguckt. Leider hat Knife abgesagt. Das ist einerseits wirklich so staubig alt, auch der Sound. Ich glaube, dass wenn man ein Problem mit der Band hat, dann ist es, glaube ich, der Sound, weil das ist eben nicht druckvoll, Major League, was weiß ich, das ist schön kratzig. Vielleicht fallen mir da jetzt auch gerade so Mortuary Drape nochmal so ein, also wirklich holzig, hölzern vielleicht auch so ein bisschen. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dann muss das genau so sein. Ah, schön, schön. Oh, die habe ich ja ganz. Ich habe vorher natürlich geguckt, so, aber die hatte ich jetzt eben gar nicht mehr im Kopf. Riot City, Burn the Night, hört euch einfach Warrior of Time an. Diese Band kann einfach alles an Heavy Metal. Das ist Kanada, das ist ja wie mit Traveler da so. Aber das hier ist wirklich, boah, ist das ein geiles, frisches Heavy Metal Album. Wirklich, also das Ding würde in der Top 10, Top 20, ist egal, jetzt für das ganze Jahrzehnt, glaube ich, noch drin laufen. Und die bringen jetzt was Neues raus und ich bin so gespannt. Das Cover, ich habe mir das nur wegen dem Cover gekauft. Ernsthaft, wirklich nur wegen dem Cover. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich war fest überzeugt davon, wer so ein Cover freigibt, der kann keine schlechte Musik machen. Heavy Metal. Der Heavy Metal. Genau der. Our Survival Depends on Us. Das sind die Österreicher, die auf der Alm leben. Ich stelle mir das einfach so vor. Die leben in diesem Häuschen da oben auf der Alm, wo auch das Festival immer stattfindet. Kommen da auch gar nicht raus, es sei denn, die spielen dann mal Konzerte und leben da einfach so ganz alleine für sich. Da bin ich mir ganz sicher, dass das so ist. Das Album davor war noch ein bisschen griffiger. Das hatte so Hits. Ja, Let My People Go. Das ist so ein Jahrhundert, Jahrtausend-Song, weil der so wunderbar kommt. Das hier ist eine viel dichterere Atmosphäre, die so auch teilweise durch das Repetitive lebt. Jetzt muss ich einmal kurz nachdenken. Song for the Lower Classes. Das macht das gut aus. Ich muss ja einmal rausholen. Dann kann ich euch die Jungs hier nochmal zeigen. Das ist ein. Ja, ne, könnt ihr das erkennen? Ja, suche hier gerade nochmal die Songs raus.
weißt du was, da hörst du dir extra alles nochmal an, nicht? Und dann sitzt du hier, ein schönes Booklet, so ins, in der Größe ist das einfach dann auch eine schöne Sache, ne? Ich komme jetzt hier, the Song for the Lower Class, ja, genau, we are so low, very, very low, darauf wollte ich hinaus und ich würde sagen, hör da mal rein, das ist eine Sache eigentlich fürs prasselnde Lagerfeuer, aber das ist auch wieder so eine Sache, wenn ich draußen am prasselnden Lagerfeuer sitze oder wenn ich draußen durch den Wald laufe, dann höre ich gar keine Musik, die so klingt wie das, was ich da draußen jetzt gerade mache. Dann höre ich gar keine Musik, dann genieße ich einfach die Natur selber. Aber wenn man zu Hause bei sich im Zimmer einfach mal die Atmosphäre von prasselndem, hoch aufgeschichtetem Feuer haben möchte und dabei auch ordentlich noch einen drinne hat vielleicht, so, dann ist, irgendwie könnte das ganz gut sein, dass das dann sehr gut passt. Oh, es geht weiter. Es war ein Hit, ja. Es war ein Hit, ja. Es war ein schönes Jahr. Smolder. Wirklich. Ach ja. Das ist der, was steht hier? Arcane Power Doom. Ich glaube, irgendwie in die doomige Richtung haben die sich verfrachtet. Ich hätte einfach gesagt, das ist Heavy Metal. Das ist Epic Metal. Das ist Epic Metal. Das sind die Michael Moorcock-Stories, die hier aufgearbeitet werden. Das ist bei Cruz del Sur rausgekommen. Das ist ein Frauengesang, der einfach schön und toll ist. Einfach kraftvoll. Und du steckst da, ich sitze da selber. Da möchtest du einfach der Typ sein, der von dem blau magischen Schwert, ich weiß es nicht. Das ist ein wunderschönes Cover. Ein ganz tolles Cover. Smolder. Epic Metal. Ach, das ist auch so ein schönes Ding. Da war ich auch total dann drin. Das hatte bei mir so die Flamme oder das flammende Schwert bei mir aufgeladen. Oh Gott, oh Gott. Oh, hör auf mit dem Metaphor. Ich fange nicht neu an. Ich fange jetzt nicht bei Minute 26 neu an, weil ich schieb's auf die Stimme. Das geht auch auf den Bregen. Wir kommen langsam zum Ende. Ich möchte über Borgnagar jetzt nicht ganz so viel sagen, außer dass dieses Album mich wieder zurückgeholt hat. Ich habe lange Zeit Borgnagar aus den Augen verloren, war bei den ersten dabei, so bis zur Empiricism, würde ich sagen. Und was ich sonst von den anderen Alben halte, das erfahrt ihr dann nämlich in der nächsten Show, in der nächsten Mittwochsshow. Es sei denn, ich setze eine davor, aber zumindest in 2 Wochen. Machen wir so, in 2 Wochen kommt die Show mit Mirko. Mirko hat die weltweit größte Borgnagar-Sammlung überhaupt und die haben wir uns angeguckt und haben seine Top 5 mal besprochen. Dann haben wir viel über Borgnagar gesprochen und das Album hier, Lights, einfach hört einfach Lights und ihr wisst, was ich meine. Hier haben sie wieder richtig Top-Songs geschrieben. Ja, ich weiß nicht, was habe ich damals gesagt, als ich die Quadedrus in den Händen hatte und was darüber sagen wollte. Holst den Obdachlosen auf Crystal Meth, sperrst den in den Proberaum auf, 45 Minuten später machst die Tür wieder auf und was er da dann aufgenommen hat, das veröffentlicht er halt 1:1 so. Und so klingt das auch. Der Gute dahinter, der hat jetzt schon das ein oder andere, also 3 Alben, das ist chaotische, kranke Musik. Da müsst ihr reinhören. Bevor ich alles wiederhole, was ich schon mal dazu gesagt habe, ich muss also auch gestehen, die läuft jetzt nicht so oft. Also es kommt hin und wieder vor, dass ich sie dann doch mal wieder auflege, um einfach nochmal zu begreifen, was da so passiert. Aber es kommt selten vor, dass ich mit der bezaubernden Natascha beim Leggerin, warm Oettinger sitze und mir sage so, sind wir jetzt schon bereit für Quadetruf, so. Weil da musst du noch viel tiefer singen. Oh, nee, Kassette fast vergessen. Hier. Yeah. Ich glaube, unter anderem mit der Vigrid Kassette ging das damals auch wieder los, dass ich festgestellt habe, Alter, jetzt hast du schon wieder so viele Kassetten. Ich hatte davor, ich habe einen ganzen gelben Sack weggeschmissen. So, es waren alles überspielte. Auf der A-Seite war, ich glaube, Dissection, Storm of the Light Bane, auf der anderen war Amorphous Tales from Thousand Lakes. Das kann gut sein, dass das genauso gewesen ist. Und In Flames, Yesterways und all so eine ganzen Sachen. Und davon hatte ich halt hunderte. Und die habe ich dann weggeworfen, weil ich dachte, brauchst du alles nicht mehr. Habe meine Passage der Wehrkassetten, Originalkassetten vertickt und dann war alles weg. Und plötzlich ging das wieder los. Und dann hattest du irgendwann noch dieses Album hier. Was genauso wie die Kassette. Also eigentlich ist es perfekt, dass diese Vigrid, die Entfremdungsmoment, auf Kassette unter anderem auch erschienen ist. Denn irgendwie ist sie auch aus der Zeit gefallen. Dass dann Anfang der 2000er zwar
schon. Ich habe auch immer, wenn ich daran zurückdenke, verorte ich Wigrid einfach in die 90er. Und das würde irgendwie passen. Das ist irgendwo schon, berichtigt mich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das dieses DSBM ist, bevor man es so genannt hatte. Also das war depressive Musik mit dieser schwammigen Gitarre, obwohl das Ding ganz druckvoll ist. Also das ist gar nicht so dieses Sirrende. Ach, Wilma, oh, Balu. Ich wusste es, einmal muss es passieren. Ja, ich hab schon. Kurzwalltaste, Tierheim. Ja, sobald da hinten einer an der Tür vorbeiläuft. So. Wilma. Ich wollte, glaube ich, auch was dazu sagen. Es ist hoffnungslose Musik. Ich glaube, von einer ziemlich hoffnungslosen Gestalt, so wie man immer mal so hört. So, der ist sehr zurückgezogen. Und nein, das ist wirklich Musik. Sowas gibt es auch irgendwie nicht mehr. Das hatte ich damals auch zu der Am Pranger von Graupel gesagt. Das ist auch Black Metal, der heute eigentlich so gar nicht mehr aufgenommen wird. Und das war eigentlich das vor allen Dingen Schöne, dass das Genre oder so weiter, ich mal wieder gefragt werde, ob ich was zum Thema Depressive Suicide Black Metal mache. Ich höre das halt kaum so. Das sind solche Sachen. Das ist dann auch mal die Total Self-Hatred oder Grease oder so. Aber ich sag mal so, dieses Klischee-Ding davon, da habe ich auch nie so richtig irgendwie was. Weil es für mich auch irgendwo weniger das widerspiegelt, was dort plakativ rübergebracht werden soll. Hier ist das vor allen Dingen auch Nostalgie. Und das macht das Album sehr stark. Also ich finde das wirklich immer noch wirklich toll. Und jetzt kommen wir zu meinen Highlights aus dem Jahr 2019. Und das sind zwei Alben. Das ist die Vulture und das ist die Manna von Idle Hands. Die heißen jetzt ja Unto Others, mussten sich umbenennen. Ich fange einmal mit der Vulture an. Über Vulture habe ich jetzt in letzter Zeit relativ häufig geredet. Kann man sagen. Also ich muss, glaube ich, qualitativ ist das falsche Wort. Ich würde sagen, also die haben einen der besten Cover-Designer. Und so neben so einem Lewandowski, der natürlich unglaublich episch malt, ist das so von dieser, weißt du, ein bisschen kann man es vielleicht vergleichen. Ist das einfach nur fantastisch. Und auch diese Farbe, dieses Rot, Weiß, Blaue, Schwarze, das passt schon wunderbar. Und zum Thema, es kommt immer näher, es wird realistisch, weil langsam gehen mir auch die Worte zu Vulture aus, außer dass es eben neben Stallion und In Your Nightmare für mich eine der spannendsten deutschen Heavy-Metal-Bands ist, würde ich auch sagen, dass Vulture gerade so aufgrund ihrer Ernsthaftigkeit, hat mir letztens mit einem unterhalten, der hatte schon so ein bisschen, ich erzähl's gleich, aufgrund ihrer Ernsthaftigkeit und so ihrem Gesamtkonzept, ich glaube auch wirklich international, echt Ding sind so. Das ist schon eine ganz, ganz wichtige Band. Man sollte zumindest mal reingehört haben. Bin auch schon ganz gespannt auf die neue Evil Invaders übrigens. So, ich hatte mich auf jeden Fall mit denen letztens unterhalten. Und mir ist das immer wichtig, dass man sich vorher so ein bisschen mal beschnubbert. Selbst wenn ich die Musik richtig geil fände, aber mit den Leuten nichts anfangen kann, dann bringt das halt nichts, sich mit denen zu unterhalten. Aber irgendwie sieht das so aus, dass vielleicht irgendwann demnächst mal ein kleines Gespräch mit den Jungs von Vulture stattfinden könnte. Das ist also so Speed, Heavy Metal, so, das ist, ja, guckt euch das an. Ja, da wisst ihr doch schon, auf welchem Festival ihr da gelandet seid oder wo ihr falsch abgebogen seid hier. Die haben jetzt auch eine neue Band, beziehungsweise ein Teil der Truppe hat jetzt mit Lucifer was Neues rausgebracht. Ich habe da erst einen Song von gehört, aber die wird bei mir definitiv mit in der Sammlung landen. Das ist was ganz anderes. Viel, 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 viel älter, viel staubiger. Ich wusste nochmal so. Ja, und die Idle Hands. Ja, die hat einfach die Hits. Durchfall. Nightfall. Don't Waste Your Time. Dragon, Why Do You Cry? Das ist, kannst du eigentlich alle nennen. Also, ich bin mit der neuen noch nicht so ganz warm geworden. Ich hatte erst mal kurz reingehört. Aber das war zu der Zeit 2019. Ich glaube auch so mit das meistgehörte Album von mir. Also, viel auf dem Plattenteller gelegen hat. Ich glaube, da habe ich nachher auch noch mal Bock drauf. So, wisst ihr was? Wie gefällt euch so ein Rückblick?
ist ja auch einfach, also es sind also zwei Dinge so, ne? Auf der einen Seite will ich selber nochmal gucken, wie sich da meine Meinung vielleicht zu geändert hatte, aber ich glaube, da bin ich doch sehr straight gewesen, bin ich vor allen Dingen auch sehr glücklich drüber, weil gerade wenn ich irgendwas arg abgefeiert habe und dann zwei Jahre später feststelle, meine Güte, das ist nichts, denke ich dann auch immer, hättest du da damals nicht vielleicht nochmal ein bisschen mehr reinhören sollen oder so, erzähle ich euch, da habe ich euch da jetzt Blödsinn erzählt, ne? Aber auch für euch einfach mal, um zu überlegen, wie sich das verändert hat. Und mehr ist das nicht. Machen wir ein kurzes Ding draus. 34 Minuten. Naja, Judas Priest. Kurz noch mal ein paar Fragen beantwortet. Wann kommt der zweite Teil zu Judas Priest? Das kann ich euch noch nicht sagen. Ich muss mich noch vorbereiten jetzt auf die Alben ab Painkiller. Gut, auf Painkiller muss ich mich nicht vorbereiten, aber die Alben danach bis zur Firepower. Das kann ein paar Wochen dauern, vielleicht auch. Monate bin ich jetzt vorsichtig. Es wird kein Jahr dauern und auch kein halbes Jahr. Das kriegen wir so schon hin. Ansonsten wird in zwei Wochen die Borgnagar-Show kommen. Dann habe ich mich mit dem Zwiebel getroffen, dem Black Metal Endurance Punk, und über Hardcore gesprochen. Ich bekomme jetzt am Wochenende nochmal Besuch und dann haben wir ein paar schöne Gastgeschichten. Eigentlich mittwochs auch alle zwei Wochen, damit ich mich da selber auch nicht zu sehr stresse. Habe aber so ein paar kleine Kolumnenthemen. Das kann sein, dass ich da gelegentlich was einstreue. Das schaut ihr dann einfach, ne? Aber ansonsten, kennt ihr das? Die Zeit ist zu schade für Scheiße. Lasst euch nicht ärgern. Habt eine schöne Woche. Bis denn.